Hallo Mario Schmidt-Wendling, sisu-training.de. Heute die 107 von 365 mit einem klitzekleinen kurzen Beitrag zum Thema Recovery Shake Selfmade. Wenn man vielleicht jetzt mal kein Proteinpulver zu Hause hatte, da sagt auch, ich möchte jetzt nicht permanent Geld investieren in meine Ernährung und will das vielleicht irgendwie billiger haben, dann bietet sich Kaba an. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so deutschlandweit vielleicht bekannt ist oder auch Kakaopulver ist es letztendlich. Kann man wunderbar als Recovery Shake nehmen, indem man es einfach in Milch einrührt. Kaba ist extrem zuckerhaltig, die Milch ist proteinhaltig und der Zucker aus dem Kaba oder aus dem Kakaopulver sorgt dafür, dass das Protein aus der Milch relativ gut in die Muskelzelle eingeschleust wird. Also genau das, was man haben will. A, dass die Kohlenhydrate wieder schnell aufgefüllt werden und die Kohlenhydratspeicher besser gesagt und Protein zur schnelleren Proteinsynthese bzw. zum Muskelaufbau eingeschleust werden. Ganz einfache Sache, ist billig, aber bitte nur direkt nach dem Training und nicht permanent tagsüber trinken, sonst werdet ihr fett. Die 107, 365 Recovery Shake Selfmade. Ciao!